Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Heute erwartet dich ein gut 20-minütiges, kraftvolles Yoga-Workout für den gesamten Körper. Vom Level her wäre es gut, wenn du etwas Yoga-Erfahrung mitbringen würdest. Für herausfordernde Übungen werde ich dir aber auch andere Variationen vorschlagen, damit du den Flow so gestalten kannst, wie es für dich heute am besten ist. Wenn du bereit bist, dann lass uns die Matte ausrollen und beginnen. Viel Spaß! Stell dich aufrecht hin, die Füße hüftbreit auseinander. Bring die Hände vors Herz und schließ für einen Moment die Augen. Nimm hier zwei tiefe Atemzüge. Komm auf deiner Matte an und erlaube dir, die nächsten paar Minuten nur für dich zu nehmen. Lass die Arme sinken. Mit der nächsten Einatmung lass die Arme über die Seite langsam aufsteigen. Atme aus, lass die Arme wieder sinken. Atme tief ein, lass die Arme wieder aufsteigen. Und atme aus, lass die Arme sinken. Atme ein, die Arme steigen auf. Atme aus, lass die Arme sinken, beuge die Beine und lass den Oberkörper nach unten sinken. Atme ein, richte dich langsam wieder auf, lass die Arme wieder aufsteigen. Umfasse mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, atme aus und neige dich nach links. Mach dich ganz lang dabei, ziehe sanft mit der linken Hand die rechte Hand. Atme ein, richte dich auf. Atme aus, zieh mit der rechten Hand sanft dein linkes Handgelenk nach rechts. Mach die Flanke lang. Atme ein, richte dich auf. Atme aus, komm nach oben auf den Ballen, bring die Hände vors Herz. Atme aus, öffne die Arme zur Seite, lass die Fersen sinken. Lass das rechte Bein jetzt zweimal angewinkelt kreisen. Stell den Fuß wieder zurück zu Boden und lass das linke Bein zweimal kreisen. Stell den linken Fuß zurück, atme aus, bring die Hände vors Herz. Atme ein, streck die Arme Richtung Decke aus. Und atme aus, lass die Arme über die Seite sinken. Lass uns diese Sequenz wiederholen. Atme ein, lass die Arme über die Seite aufsteigen. Atme aus, sinke mit dem Oberkörper nach unten, die Arme sinken Richtung Boden. Atme ein, richte dich wieder auf zum Stehen, die Arme wieder Richtung Decke. Atme aus, der linke Arm zieht den rechten Arm sanft nach links. Beide Füße sind am Boden. Atme ein, richte dich auf. Atme aus, der rechte Arm zieht sanft den linken Arm nach rechts. Richte dich wieder auf. Atme aus, bring die Hände vors Herz, komm nach oben auf den Ballen. Atme ein, öffne die Arme, lass die Fersen sinken. Mit der Aus- und Einatmung lass das rechte Bein zweimal kreisen. Wechsel die Seite. Atme aus, das linke Bein kreist. Und ein zweites Mal. Atme aus, bring die Hände vors Herz und schließe, wenn du möchtest, kurz die Augen. Lass die Arme sinken, dann dreh dich nach links, stell dich ans Ende deiner Matte. Öffne die Arme etwas zur Seite und lass den Oberkörper langsam nach vorne sinken. Beuge die Beine und laufe mit den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Beginne abwechselnd deine Hände von der Matte zu heben und in verschiedene Richtungen wieder abzusetzen. Drück dabei sanft die Finger in den Boden und wende die Fingerspitzen mit jedem Mal, wenn du sie absetzt, in eine neue Richtung. Lass uns hier langsam die Handgelenke aufwärmen. Richte die Fingerspitzen dann wieder nach vorne aus. Platziere die Handgelenke unter deinen Schultern. Mit der Einatmung lass den rechten Arm über die Seite aufsteigen. Atme aus, fädel den Arm unter deiner Brust hindurch, lass die Schulter Richtung Boden sinken. Atme ein, der rechte Arm steigt über die Seite auf.
Atme aus, lass ihn Richtung Boden sinken, lass die rechte Schulter Richtung Boden sinken. Atme ein, richte den Arm noch einmal über die Seite auf und setz die Hand mit der Ausatmung zurück zu Boden. Wechsle die Seite. Atme ein, der linke Arm steigt auf. Atme aus, lass die linke Schulter Richtung Boden sinken, schraube den Oberkörper zur Seite. Atme ein, richte dich über die Seite wieder auf. Atme aus, fädle den Arm unter dir hindurch. Atme ein, richte den Arm über die Seite auf. Und atme aus, setz die linke Hand zurück zu Boden. Aktiviere deine Körpermitte, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule nach innen. Atme aus, lass den rechten Arm nach vorne aufsteigen. Atme aus. Atme ein, winkel den Arm an der Seite an. Atme aus, streck ihn zur Seite aus. Atme ein, winkel ihn wieder an, die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Atme aus, streck den Arm nach vorne aus. Atme ein, lass den Arm sinken, wir wechseln den Arm. Atme aus, streck den linken Arm nach vorne aus, über den Scheitel hinweg. Atme ein, winkel ihn an, zieh ihn an der Seite zu dir heran. Streck ihn zur Seite aus. Winkel ihn wieder an. Streck den Arm nach vorne aus und setz die Hand zurück zu Boden. Wir gehen weiter mit dem linken Bein. Atme aus, streck das linke Bein lang nach hinten aus. Atme ein, winkel das Bein an, die Fußspitze Richtung Decke. Atme aus, dreh das Knie zur Seite, lass den Oberschenkel im Hüftgelenk rotieren. Atme ein, bring das Bein wieder zurück, die Fußspitze wieder Richtung Decke. Atme aus, streck das Bein lang nach hinten aus. Atme ein, lass das Bein wieder sinken, wechsel die Seite. Atme aus, streck das rechte Bein lang nach hinten aus, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ein, winkel das Bein an. Atme aus, dreh das Knie zur Seite. Atme ein, dreh das Knie wieder zurück, Fußspitze Richtung Decke. Atme aus, mach das Bein lang. Atme ein, setz das Bein wieder zurück zu Boden. Jetzt Arme und Beine gemeinsam. Streck den rechten Arm nach vorne, das linke Bein nach hinten aus. Winkel beides an. Dreh das Knie zur Seite, streck den Arm zur Seite aus. Bring beides wieder zurück in die vorherige Position. Streck dich lang aus, den Arm nach vorne, das Bein nach hinten und setz beides zurück zu Boden. Wechsel die Seite. Streck das rechte Bein lang nach hinten aus, den linken Arm nach vorne. Winkel beides an, der Ellbogen zieht nach hinten, der Fuß zeigt nach oben. Dreh das Knie zur Seite, streck den Arm zur Seite aus. Komm wieder in die vorherige Position zurück. Streck dich lang aus und lass Arm und Bein sinken. Lass uns diese Kombo wiederholen. Atme aus, linkes Bein, rechter Arm werden lang. Atme ein, winkel beides an. Atme aus, streck den Arm zur Seite aus, bring das Knie zur Seite. Atme ein, zurück in die vorherige Position. Atme aus, streck dich lang aus, zieh den Bauch nach innen und setz beides ab, zurück zur Matte. Wechsel die Seite. Rechtes Bein, linker Arm. Winkel beides an, zieh den Ellbogen nach hinten. Streck den Arm zur Seite aus, dreh das Knie zur Seite. Dreh die Fußspitze wieder nach oben, winkel den Arm an. Streck den Arm nach vorne, das Bein nach hinten, mach dich lang. Und setz beides zurück zur Matte, sehr gut. Jetzt setz deine Fußballen ab. Komm in eine Plank-Position. Beug deine Beine und schieb dich langsam nach oben in deinen ersten herabschauenden Hund. Wenn du möchtest, dann tritt ein paar Mal von einem Fuß auf den anderen. Wenn du möchtest, dann bleib einfach ganz ruhig in dieser Position, lass die Fersen langsam Richtung Boden sinken. Mach deine Arme und deine Schultern stark. Lass deine Sitzbeinknochen nach hinten oben streben. Mit der nächsten Einatmung lass dein linkes Bein gestreckt aufsteigen. Atme aus. Zieh das Knie unter dir zur Brust, schieb das Gewicht nach vorne über die Hände. Atme ein, lass das Bein wieder aufsteigen im herabschauenden Hund, noch dreimal so. Atme aus, zieh das Knie unter dir Richtung Nase. Atme ein, dreibeiniger Hund, lass das Bein aufsteigen. Atme aus, zieh das Knie Richtung Nase. Atme ein, lass das Bein aufsteigen. Und atme aus, zieh das Knie noch einmal unter dir zur Brust und setz den Fuß zwischen den Händen ab. Richte dich hier ein
und richte dann den Oberkörper auf in den Helden. Mach die Beine stark, lass die Füße am Boden aufeinander zustreben. Zieh den Bauchnabel nach innen. Mit der Ausatmung lass den linken Arm sinken, strecke ihn nach hinten aus, den rechten Arm nach vorne und schraube den Oberkörper nach links. Lass deine Hüfte nach vorne ausgerichtet. Halte deine Körpermitte aktiv und schraube den ganzen Oberkörper nach links. Lass den linken Arm wieder sinken, dreh dich nach vorne und bring die Handflächen vor dem Herzen zusammen. Atme ein, beuge jetzt das rechte Knie. Atme aus, streck das Bein wieder, lass die Ferse nach hinten ziehen. Atme ein, beuge das Bein. Atme aus, strecke es. Noch dreimal so. Halte dein linkes Knie über deinem linken Fußgelenk. Lass das rechte Knie knapp über dem Boden schweben, wenn du es beugst. Strecke es wieder und lass die Ferse nach hinten ziehen. Eine letzte Wiederholung. Streck das Knie noch einmal. Dreh dann deine rechte Fußspitze um 90 Grad Richtung Bildschirm und komm in ein gebeugtes Standdreieck. Lass den rechten Arm über den Kopf hinweg weit nach links ziehen, mach die Flanke lang. Mit der Ausatmung richte dich auf zum Stehen, streck das linke Bein. Atme ein, lass den linken Arm über den Kopf hinweg nach rechts ziehen. Atme aus, zurück ins gebeugte Standdreieck. Atme ein, lass den rechten Arm weit über den Kopf hinweg ziehen, der linke Arm auf dem linken Bein. Atme aus, richte dich auf. Atme ein, mach dich lang. Streck den linken Arm weit über den Kopf hinweg. Komm zurück ins gebeugte Standdreieck. Der rechte Arm zieht nach links. Richte dich noch einmal auf. Streck das linke Bein und lass den linken Arm über den Kopf hinwegziehen. Komm dann in den Krieger 2. Beug das linke Knie über dein linkes Fußgelenk. Lass die Arme auseinanderstreben, deine Schulterblätter. Lass die Schulterblätter nach unten sinken. Dreh dann den rechten Fuß wieder ein. Komm in den Helden. Und bring deine Hände vors Herz. Beuge dann dein rechtes Knie und schieb dein Gewicht nach vorne aufs linke Bein. Komm an im Krieger 3. Halte die Hände vor dem Herz, lass deinen Scheitel nach vorne ziehen, deine rechte Fußspitze nach hinten. Halte deine Körpermitte aktiv, beuge dein Standbein ganz leicht. Atme ruhig und voll ein und aus. Lass deine Fingerspitzen dann Richtung Boden sinken, beuge dein Standbein so weit, dass du gut den Boden erreichen kannst. Zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule und lass dein rechtes Bein aufsteigen Richtung Decke. Deine Arme sind aktiv. Atme ruhig und voll ein und aus. Dein ganzer Körper ist aktiv. Und lass dein rechtes Bein langsam zu Boden sinken. Mit der Einatmung streck dich nach oben aus, richte dich wieder auf. Atme aus, lass die Hände vors Herz sinken. Lass die Arme sinken, sehr gut. Schließe kurz die Augen, atme tief durch, spür kurz in dich hinein, wie es dir geht, wie sich dein Körper jetzt anfühlt nach dieser ersten Runde. Und dann dreh dich um 180 Grad und wir wiederholen diese Sequenz auf der anderen Seite. Öffne die Arme zur Seite, lass den Oberkörper nach unten sinken, beuge die Beine und laufe nach vorne in die Plank-Position. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Breite deine Finger über den Boden aus. Und mit der nächsten Einatmung lass dein rechtes Bein gestreckt aufsteigen. Atme aus. Zieh das rechte Knie unter die Richtung Nase. Atme ein. Schieb dich wieder in den dreibeinigen Hund, lass das Bein aufsteigen. Atme aus, zieh das rechte Knie unter dir zur Nase. Atme ein, das Bein steigt auf. Atme aus, zieh das Knie unter dir Richtung Nase, zieh den Bauchnabel nach innen, streck das Bein wieder nach oben aus. Zieh es noch einmal unter dich und setz dann den Fuß zwischen den Händen ab. Richte dich hier ein. Und richte den Oberkörper auf. Halte deine Hüfte nach vorne ausgerichtet, deine Körpermitte ist aktiviert.
und schraube den Oberkörper dann nach rechts. Deine rechte Hand zieht nach hinten, deine linke Hand nach vorne. Lass die Schulterblätter nach unten sinken, deine Hüfte ist nach vorne ausgerichtet. Und vom Bauchnabel beginnend aus schraubst du deinen Oberkörper nach oben in die Decke. Lass den rechten Arm dann wieder nach vorne zum linken Arm kreisen und schließe die Hände vor dem Herzen. Atme ein, beuge das linke Knie und atme aus, strecke das Bein wieder, die Ferse zieht nach hinten. Atme ein, beuge das Knie bis knapp über den Boden, atme aus, mach das Bein wieder lang. Noch dreimal so. Halte dein rechtes Knie über deinem rechten Fußgelenk ausgerichtet. Atme ruhig und voll ein und aus. Schau, dass beide Füße gleich viel Gewicht haben. Dreh deine linke Fußspitze jetzt um 90 Grad und komm an im gebeugten Standdreieck. Lass den linken Arm weit über den Kopf hinwegziehen, deine Schulter sinkt nach unten. Atme aus, richte dich auf. Atme ein, streck das rechte Bein und lass den rechten Arm über den Kopf hinweg nach links ziehen. Atme aus, komm wieder nach unten ins gebeugte Standdreieck. Atme ein, mach dich lang. Lass den linken Arm weit nach rechts ziehen. Atme aus, richte dich auf, streck das rechte Bein. Der rechte Arm zieht nach oben in die Diagonale. Atme aus, wieder zurück ins gebeugte Standdreieck. Der linke Arm zieht in die Weite, mach die Flanke lang. Richte dich noch einmal auf, streck das rechte Bein. Verlängere die rechte Seite. Und komm an im Krieger 2. Das rechte Knie über dem rechten Fußgelenk. Zieh durch deine Fingerspitzen weit zu den Seiten. Dein Blick über deine rechte Hand ausgerichtet. Lass den linken Arm wieder sinken. Dreh die Fußspitze wieder ein, komm an im Helden. Bring die Hände vors Herz, beuge das linke Knie und schieb das Gewicht nach vorne aufs rechte, in den Krieger 3. Halte dein Standbein ganz leicht gebeugt. Deine linke Fußspitze zieht nach hinten, dein Scheitel zieht nach vorne. Dein Bauchnabel zieht nach innen Richtung Wirbelsäule. Finde hier deine Balance, atme ruhig und voll ein und aus. Beuge jetzt dein Standbein so weit, dass du deine Fingerspitzen am Boden absetzen kannst. Zieh den Bauchnabel nach innen und lass dein linkes Bein langsam Richtung Decke aufsteigen. Halte deinen ganzen Körper aktiv dabei. Halte dein Standbein leicht gebeugt. Lass das linke Bein dann wieder sinken, setz den Fuß zurück zu Boden. Mit der Einatmung richte dich auf zum Stehen, lass die Arme aufsteigen. Atme aus, bring die Hände vors Herz. Lass die Arme sinken und schließe, wenn du möchtest, kurz die Augen. Atme tief durch. Und dreh dich dann wieder um 180 Grad herum. Öffne die Arme zur Seite. Lass den Oberkörper wieder nach unten sinken, beuge die Beine und lauf mit den Händen nach vorne in eine Plank-Position. Setz deinen linken Unterarm um 90 Grad eingedreht ab, komm in eine Side-Plank-Position. Deine Füße übereinander gestapelt, dein rechter Arm steigt Richtung Decke auf. Mach die Körpermitte fest. Lass den rechten Fuß jetzt langsam aufsteigen zum Knie und halte entweder hier oder streck dein rechtes Bein nach vorne aus. Flexe deinen Fuß. Wenn du möchtest, geh eine Variation weiter. Umfasse mit zwei Fingern deinen großen Zeh oder umfasse deine Fußsohle und lass dein rechtes Bein langsam Richtung Decke aufsteigen. Such dir die Variante aus, die heute am besten für dich ist. Drück deinen linken Unterarm in den Boden. Atme tief und voll ein und aus. Lass dein rechtes Bein dann langsam und kontrolliert wieder sinken in die vorherige Position. Löse den Arm. Und setz deinen rechten Fuß hinter deinem gestreckten linken Bein ab. Und jetzt schieb langsam dein Becken, deinen Brustkorb nach oben. Spanne dich hier auf, drück deinen rechten Fußballen, deine linke Fußaußenkante in den Boden. Dein linker Arm zieht über den Kopf hinweg. Und setz dich langsam hin, sehr gut. Zieh die Beine ran und wir wechseln auf die andere Seite. Komm auf deinen rechten Unterarm in eine Side-Plank-Position. Stapel die Füße übereinander
und richte den linken Arm nach oben Richtung Decke auf. Zieh den Bauchnabel nach innen, komm in eine gerade Linie und lass dein linkes Bein aufsteigen. Wenn du möchtest, dann strecke dein linkes Bein geflext nach vorne aus. Wenn du möchtest, dann umfasse entweder den großen Zeh oder deine Fußsohle. Lass das linke Bein langsam und kontrolliert aufsteigen. Drück dich vom Boden weg, drück deine Fußaußenkante in den Boden, deinen rechten Unterarm. Atme tief ein und aus. Lass das Bein langsam wieder nach vorne sinken. Winkel es an und setz den linken Fuß hinter dem gestreckten rechten Bein ab. Und öffne dich nach oben. Spanne dich nach oben auf. Lass den linken Arm über den Kopf hinwegziehen. Und setz dich langsam hin. Dann setz die Füße vor dir auf und komm langsam in eine Bootsposition. Heb deine Unterschenkel parallel zum Boden. Löse deine Hände und bring deine Arme ebenfalls parallel zum Boden. Jetzt lass dich langsam und kontrolliert nach unten sinken in eine Low Boat Position. Halte deine Körpermitte fest aktiviert, wie in einem Bogen. Alles ist fest angespannt und komm wieder nach oben in deine Bootsposition. Langsam sinkst du wieder nach unten. Der ganze Körper ist fest aktiviert, der Blick über die Fußspitzen hinweg gerichtet. Und komm wieder nach oben zum Sitzen. Noch zweimal so. Lass dich wieder nach unten sinken. Nur der Po und der untere Rücken liegen am Boden. Zieh den Bauchnabel fest nach innen. Und setz dich wieder hin. Eine letzte Runde. Halt durch. Atme tief und voll ein und aus. Lass dich nach unten sinken. Und komm wieder nach oben zum Sitzen. Sehr gut. Setz die Füße wieder ab am Boden. Und streck die Beine dann langsam nach vorne aus. Flexe deine Fußspitzen, bring die Arme nach oben, zieh den Bauchnabel nach innen und lass dich langsam nach vorne in die Vorwärtsbeuge sinken. Lass den Atem hier zur Ruhe kommen. Wenn du möchtest, dann umfasse deine Fußsohlen mit den Händen. Richte dich dann langsam wieder auf zum Sitzen. Bring deine Fußsohlen jetzt zusammen. Lass deine Knie zur Seite sinken, umfasse deine Fußspitzen mit deinen Händen. Richte den Oberkörper auf und mit der Ausatmung lass dich nach vorne sinken. Lass die Knie langsam Richtung Boden sinken. Den Brustkorb langsam nach unten sinken. Richte dich dann langsam wieder auf zum Sitzen. Komm in eine bequeme Sitzhaltung. Und schau, was du hier am Ende noch brauchst. Wenn du möchtest, dann räkel und streck dich von einer Seite zur anderen. Schau, was dein Nacken noch braucht. Wenn du möchtest, kreise die Schultern, den Kopf. Streck dich, wenn du möchtest, einmal nach oben aus. Und leg deine Hände dann langsam ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln ab. Komm hier jetzt zur Ruhe und schließe deine Augen. Entspanne deine Schultern, deine Arme. Nimm wahr, wie dein Atem ein- und ausfließt. Ganz frei und ruhig. Entspanne dein Gesicht.
Nimm wahr, wie dein Körper sich jetzt anfühlt nach dieser Einheit. Sei stolz auf dich und lass für diesen Moment jetzt alles los. Schließe deine Hände dann vor dem Herzen. Und ich sage vielen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst. Ich wünsche dir, dass du voller Energie und Freude in den Rest des Tages gehen kannst. Namaste.